Gleich kommt das ZDF für Dreharbeiten hier in unserem Hamburger Büro vorbei. Wir haben gleich noch eine Besprechung. Sascha, Steven und Sebastian sind auch da. ZDF hat so ein neues Format, wofür sie mich angefragt haben. Auch wieder ein bisschen dieses Thema Klima etc. Da wollen sie mich heute mal den Tag begleiten. Und mal gucken, das Wetter sieht feucht aus. Ja, kein Anflug von Hitze oder irgend sowas. Müssen wir uns dick einpacken draußen, wenn wir nachher noch rausgehen. Ne? Wir wollen ja noch rüber zum Flughafen fahren. Und dann bin ich doch mal gespannt, was die da draus machen. Ich bin jetzt gerade in Oldenburg angekommen, in der Stadthalle Oldenburg, und freue mich, dass ich mal wieder bei Matthias Aumann auf seinem CEO Day eingeladen bin als Talkgast. Ich bin hier immer gerne und das macht Spaß, weil hier sitzen echt gute Leute. Hier sitzen 400 CEOs, die echt was auf dem Kasten haben und die auch echt einen Haufen Asche bezahlen, damit die hier sitzen dürfen. Und Matthias, der fährt ja auch immer echt ein richtiges Programm auf. Der macht keine halben Sachen, das muss man echt sagen. Und freue mich drauf. Immer gute Stimmung und freue mich auch, Matthias mal wieder zu sehen, weil ich Matthias jetzt glaube ich auch. Zuletzt sind wir gemeinsam nach Wiesbaden geflogen zum Founder Summit. Ich glaube, da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ah, danke dir. Hi. Grüß dich, na, alles gut? Ja, soweit. Ja? Schön. Mein Lieber. Moin. Grüß dich. Bei dir? Alles gut bei dir? Ja, wenn ich dich sehe, ist schön, sehr dich gut. Zu sehen. Schön, dich zu sehen. Egal ob bei der Bildung, egal ob bei der Gesundheit, egal ob bei der wirtschaftlichen Export, Import, tralala, PISA und wie das alles heißt. Also das heißt, wir sind eigentlich ein Versagerland geworden. Und das ist wirtschaftlich, natürlich jetzt so im Gesamtwirtschaftlichen zu sehen, aber man kann es natürlich auch auf sich selber beziehen und zu sagen, was passiert, wenn ich bei den Trends immer nur zugucke, bei den Veränderungen immer nur zugucke und mir so einbilde, naja, so in 2-3 Jahren überlege ich, ob ich vielleicht auch mit auf den Zug aufspringe. Also A, der Zug ist schon längst weg, da ist nichts mehr zum Draufspringen. Jetzt hast du das Problem, jetzt müsstest du da so schnell hinterherlaufen, dass du den wieder einholst und wenn, dann erreichst du vielleicht den allerletzten Waggon, dass das alles keinen Sinn macht. Warum können wir nicht von vornherein uns darin einig sein, dass es nichts bringt, perfekt abzuwarten, sondern lieber unperfekt mitzumachen? Also das heißt, Trends und Veränderungen zu erkennen, zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich mache mal trotzdem mit. Ob das jetzt Instagram ist oder TikTok oder ob das jetzt Werbeanzeigen auf Google sind oder was auch immer da deine Branche gerade bewegt, würde ich dafür plädieren, nicht abzuwarten und keinen Tee zu trinken, sondern mitzumachen und mitzulaufen und beim Laufen etwas zu lernen. So funktioniert übrigens der Mensch auch. Der Mensch wartet mit 0 Jahren nicht darauf, bis er perfekt laufen kann und fängt dann an zu laufen, sondern es funktioniert als Prozess. Fängst an, hast keine Ahnung, kein Gleichgewicht, funktioniert alles nicht, aber du machst es halt so lange, bis es funktioniert. Und so hast du es mit jeder deiner Fähigkeiten gemacht. Autofahren, Mathematik, bla bla bla. Und irgendwann hört der Mensch aus irgendeinem Grund damit auf. Vielleicht fällt dir ein, warum der Mensch irgendwann damit aufhört, Dinge zu lernen und Dinge auszuprobieren, darin besser zu werden, vielleicht ein Meister darin zu werden. Weil wenn du anfängst zu laufen, kannst du irgendwann auch tanzen. Aber du wirst niemals tanzen können, wenn du nicht mal irgendwann angefangen hast zu laufen.